Nach einem halben Jahr Arbeitslosigkeit hat Dennis Diekmeyer, 29, einen neuen Club gefunden. Der Rechtsverteidiger erhält beim Zweitligisten SV Sandhausen einen Vertrag bis 2020. Zu seinem ersten Pflichtspiel für den Tabellen 15. Könnte Diekmeyer ausgerechnet bei seinem Ex-Club auflaufen, am 30. Januar empfängt der Hamburger SV Sandhausen. Nach zuvor 8 Jahren beim HSV hatte Diekmeyer im vergangenen Sommer keinen neuen Vertrag mehr an der Elbe erhalten und war seitdem vereinslos. Die guten Gespräche mit Trainer Uwe Koschinat und den Verantwortlichen des Vereins haben in mir eine große Vorfreude auf die neue Aufgabe am Hartwald geweckt, sagte Diekmeyer nun, ich möchte mich jetzt so schnell wie möglich ins Team integrieren und dem SV ist mit meiner Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Liga helfen. Mit seinen Ex-Clubs 1. FC Nürnberg und dem HSV sammelte Diekmeyer viel Erfahrung im Abstiegskampf. Das ist in unserer derzeitigen Situation absolut nicht zu verachten, sagte Koschinat. Abwehrspieler Marcel Segert, 24, hat sich derweil mit Sandhausen auf eine Vertragsauflösung geeinigt und wechselt zum Regionalligisten SV Waldhof Mannheim.